Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play GTA. Leute, uns ist ein kleiner Malheur passiert und zwar ist die Folge, die ihr jetzt seht, das wäre eigentlich eine andere Folge gewesen, die ist uns leider kaputt gegangen. Aber ich spiele das Ganze jetzt mal für euch weiter durch, da beginnt auch schon die Sequenz. Viele haben ja geschrieben, Izzy, haben die ganzen Kommentare zugespammt. Das habt ihr jetzt davon, jetzt sitze ich hier alleine und spiele das Ganze nochmal. Wir sind nackt. In einer Bar. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. So, wir haben jetzt letzte Folge ja im Haus von Trevor aufgehört, sind jetzt zu einer Bar gefahren und hier ist Cheng, total high. Mr. Tao Chung ist. Die letzten Folgen hatten wir schon OG, jetzt haben wir noch Cheng Löw im Game. Auf Drogen. Cheng. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing. Well, let me show you the operation. Ab geht die Post, warum wir immer noch nichts anhaben, spielt ja hier überhaupt gar keine Rolle. Ich gehe das Ganze jetzt nochmal durch. Ich kann mich noch dran erinnern, was wir gemacht haben, deswegen ruft mich jetzt im Moment der Chefkoch an, wusste ich. Jeff, we're just coming down to see the kitchen. Well, you can't get here quick enough. Or take us on his way with some friends. Says he's gonna take us out of business. Funny that. I told him the same thing just the other day. Get here and you can sell it between you two. Und ich fahre und ich fahre und ich fahre und jetzt links. Fahre nämlich jetzt hier zum Crack-Labor. Ah ja, ist natürlich Meth. Ja, es ist Meth. Ob es jetzt Crack oder Meth ist oder Crocodile, spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Ist alles total geil. Nein, ist nicht. Ah, bei anscheinend ja schon. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please. Come check out the facilities. Die Herren gucken sich jetzt mal kurz hier die Kühltruhe an. Wie die von innen aussieht. Er geht freiwillig. Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, Chef. Help me! Wir schnappen uns jetzt ein paar Waffen und jetzt geht hier die Party ab. Die Kollegen sehen nicht sehr freundlich aus. Boah. Leute, heute ist ein schlechter Tag für euch. Meine Güte. Letzter noch und da kommen die nächsten schon wieder. Die treffe ich leider nicht. Ist natürlich schade. Wie so ein Irrer laufe ich hier nackt durchs Meth-Labor. Folge dem Chefkoch nach draußen. Alles klar, dann gehen wir mal hier gerade raus. Wo ist der Chefkoch? Chefkoch! Warte auf mich! Gehen wir hier raus und Explosion über Explosion. Ja, alle tot oder was? Hat sich das jetzt erledigt? Zack, einer noch. Ja, gut. Oder? Wo steckt der Rest? Schon wieder laufen. Ah, du läufst gegen die Wand. Ja, cool. Ne, da will ich jetzt auch lange laufen. Sieht gut aus, was du da machst. Ja, sehr gut. Der ist ja auf jeden Fall eine große Hilfe. Wo will er hin? Folge dem Chefkoch. Ja, sehr gut. Warte, ich folge kurz dem Chefkoch. Lauf. Ah, ach, kann er doch laufen. Sehr gut.
Ah, jetzt bin ich hier genauso arm dran. So. Chefkoch! Und jetzt geht hier auf der Seite die Party weiter. Leute. Hä? Hier sind 1000 Gegner anscheinend. Ich sehe keinen hier. Wo seid ihr denn alle? Da. Ihr habt alle keinen Plan. Jawohl, Granatenwerfer. Jawohl. So gefällt mir das. Hier, Granate. Du, Granate. Du kriegst eine Granate. Wer will noch eine Granate? Da hinten, Granate. Granaten. Heute gibt's Granaten umsonst. Für jeden eine. Für jeden ist eine Granate dabei. Für dich ist eine Granate dabei. Ach, ich habe gar keine Granate mehr. Scheiße. Dann hätte ich ihn besser mal nicht so verteilt. Jetzt habe ich nämlich kein Auto hier in die Luft gejagt. Oder eins vielleicht. Aber... Bam! 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 Mann, dieses Nachladen immer vollkommen überbewertet. Ich finde, er sollte einfach weiterschießen. Ja, wo seid ihr? Da seid ihr. Da seid ihr und da seid ihr. Komm jetzt raus da. Wieso kriege ich den da unten nicht? Ach, der ist schon tot. Komm, jawoll. Wie, immer noch nicht tot? Hallo? Komm da raus. Da ist er. Jawoll. Ab geht's in den Laden. Mal kurz den Ellenbogen ins Leere geschwenkt. Wo ist er hin? Chefkoch, lass mich nicht allein! Ah, da bist du ja. Hilfe! Der Laden wird gestürmt. Nö. Nö, nö. Alle weg, alle weg. Das ist meine Crack. Meth-Höhle. Kommt keiner rein. Außer ich und mein Chefkoch. Aber der ist aber auch hektisch unterwegs, der Chefkoch. Schon wieder raus. Meine Güte. Ach, die hauen ab. Ja, richtig so. Weg hier. Weg hier. Weg. Oh, nicht drüber springen. Wieso tritt er den denn nicht hier? Macht er nicht. Begib dich zur Kühltruhe. Ach so, nicht, dass sie hier unsere Chinesen, Asiaten, was auch immer es sein mögen, sind. Was sind's? Asiaten? Ah, sie leben noch. Sie sehen gut aus. Bestanden. Ja, Silber habe ich jetzt hier geholt. Kann man mit leben. Gold kriegen wir ja irgendwie sowieso nie. Oh, was passiert jetzt? Schwarzer Bildschirm. Und der Story-Modus wird geladen. Ja, das war meine kleine Überbrückungsfolge. Wie gesagt, tut uns leid, dass das letzte Video leider kaputt gegangen ist. Ich habe für euch jetzt einfach mal das Ganze nochmal Revue passieren lassen und das Ganze alleine durchgespielt. Morgen geht es dann direkt wieder weiter mit dem ganzen Story-Gedönse, was wir weiterspielen werden. Und seid auf jeden Fall wieder mit dabei, dann wieder mit dem OS und bis dann!